Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Seasons. Wir gehen auch direkt schlafen und gucken mal, was der Tag uns so bringt, ne? Oh, die Käfer haben doch schon einiges gebracht, die wir im letzten Part gesammelt haben. Aufgrund dessen, ihr wisst Bescheid. So, aber jetzt wird erstmal gemampft, denke ich mal. Oder? Ja, okay. Manchmal dauert das ein bisschen länger. Wenn ich eine neue Aufnahme-Session starte, dann ist das immer ein bisschen länger. Wenn ich das Spiel gerade erst angemacht habe, dann muss das immer ein bisschen länger laden. Das Essen, ich weiß nicht, woran das liegt. Hi, Luana. Lupita. Hi, Luana, was ist los? Ich habe was Neues erfunden, das dir sicher nützlich ist. Was denn? Das hier. Köderkugeln, wie die man im Angelladen bekommt? Keine normalen Köder. Sie sind das Resultat ausführlicher Forschung. Damit kannst du eventuell sogar einen legendären Fisch fangen, den du normalerweise niemals hervorlocken würdest. Oh, das klingt nach super tollen Köderkugeln. Nicht wahr? Auch wenn sie besonders sind, nutzt du sie einfach wie die anderen auch. Wenn du ihn brauchst, mach ich ihn für dich. Bring mir nur die Materialien. Danke, Luana. Wenn du Luanas Köderkugel benutzt, lockst du vielleicht seltene Fische an. Setz sie genauso wie ein wie die normalen Köderkugeln. Bring Luana die nötigen Materialien und sie stellt dir ein paar von ihren speziellen Köderkugeln her. Das ist sehr erfreulich. Sollten wir sie mal ansprechen, aber bis jetzt bin ich eher mit anderen Sachen beschäftigt, als mit Köderkugeln oder mit irgendwelchen Materialien herzustellen. Ja. Guten Tag. Du kommst erstmal mit. Erstmal kommst du mit. Ich muss halt... Ja. Ach ja, ich wollte gucken, wie viel du brauchst. Normale Köderkugel und Fossilien, okay. Gut, hier gibt es keiner. Ich hab mich mal informiert, ne, wie viel wir brauchen, um Story so abzuschließen. Weil mich das einfach mal interessiert hat, was man braucht, um die Geschichte abzuschließen. Und zwar... Hey, nett, dass sie von alleine anfängt. Und zwar... müssen die Charaktere, die hier leben, in unserer Farm, oder auf unserer Farm, die müssen alle auf Stufe 10. Ich weiß nicht, ob Lumis auch, aber das ist irgendwie anscheinend ganz besonders wichtig, so... Sonst wird das nix. Ja. Gut, dann ernten wir hier kurz mal hier die Sonnenblumen. Sie machen euch was weiter, oder wie? Ja, tatsächlich. Okay, cool. Klar, das ist nicht besonders wichtig jetzt, jetzt sofort. Also, es dauert natürlich immer. Für die nächste Story. Es ist jetzt nur wichtig, dass wir erstmal alle ein bisschen erhöhen, aber dass man gleich auf Stufe 10 erhöhen muss, das ist doch ein bisschen viel. Oder was meint ihr? Stufe 10 ist ein bisschen heftig. Wenn man überlegt, ne? Im ersten Teil habe ich maximal 5. So, ernten wir mal. Und wehen hoffentlich nie alles weg. Oh. So. Sehr schön. Nicht, dass ich es eilig hätte, ne? Aber ich sollte doch schon drauf hinarbeiten, weil sonst hängen wir noch in 100 Jahren dazu. Ich weiß nicht, was die alle mögen, ne? Das ist das Problem. Klar, im Internet gibt es halt die ach so tollen Listen, aber nebenbei noch auf Listen gucken ist halt immer doof. Wisst ihr, wie ich meine? Klar, wenn ich so privat spiele, also so alleine so, dann mache ich halt alles, ne? Dann mache ich halt alles. Guck mal, da ist ein Gras unterm Zaun gewachsen. Ein Unkraut. Ja, so kann es gehen. So. Und das letzte. Gut, du kannst nach Hause gehen. Du wolltest Wäsche aufhängen, dann mach das. Ich halt die Liefer davon ab. Wo ist das Silo? Da oben. So. Einmal alles bitte. Habe ich mit dir schon geredet? Ja, habe ich schon. Ja. Ja, ich hab's.
Ich weiß Bescheid. Ich könnte natürlich alles verschenken, aber ich müsste es. Ach, das ist ein Hund. Ich müsste erst wissen, was ich denn verschenken sollte. Nicht wegwerfen. Aufteilen, da oben. Und der Rest wird verkauft. Das ist die Sache, ne? Ich muss halt wissen erstmal, was ich halt oft kaufen kann. Ich glaube, das sind Tierkekse, hatte ich im Original, ne? Hatte ich im ersten Teil und das ist, glaube ich, hier auch so. Ich denke mal, da gehen wir mal Tierkekse gleich kaufen, oder? Damit wir das zumindest immer mal verschenken können, damit wir immer parat haben. Ja, was tun wir heute? Achso, Gidori, guten Tag. Gottman und Gidermann, ich soll die Ruinen auch niemals aufgeben. Ne, gib nicht auf. Wir gucken mal auf die Karte. Ist warte mal, Aufgabenliste? Ich muss nur Ivo erhöhen, dann ist die Story erstmal vorbei, bis wir denn alle auf Stufe 10 haben. Also die da unten. Pip, Luana, Gidori, Ivo, Lubis. Und die Hauptcharaktere, ich glaube, bei denen weiß ich nicht, aber die erhöhen wir automatisch. Ja, ich guck mal kurz, wo unser guter Freund Ivo ist. Der ist im Winterwald, wer hätte das gedacht? Ich will mit den Leuten reden, ne? Ich muss halt mit den Leuten reden, weil sonst bringt das nichts. Wenn ich die auslasse, ist halt, ja. Oh, was haben wir denn diese Art hier? Kommt mir nicht bekannt vor. Haben wir hier jetzt vielleicht irgendeine Blume, die ich ihm mal eben kurz geben kann? Da. Die geben wir ihm jetzt einfach mal. Einfach mal so. Ich meine, was soll er gegen Blumen haben? Oder er ist so nett und sagt, zu nett und sagt, oh, du hast die Blumen und Kraut, du hast das rausgerupft. Das ist nicht gut. Arigato. Ist auf mich? Ja, danke. Gern geschehen. Habe ich doch gern gemacht. Sehr gerne sogar. Gut, wir gehen mal zum Muwu-Weg und werden einfach mal Tierkekse kaufen. Die haben noch um 8 schon auf, oder? Warte mal. Wir haben heute Donnerstag. Nee, Donnerstag haben die gar nicht auf. Na gut, was machen wir denn jetzt? Dann gehen wir in die Mine. Alleine. Ich meine, ich habe im letzten Part sehr viel. Wobei im Bockplatz. Genau, im Bockplatz können wir auch gleich nochmal hin. Aber erstmal machen wir die Ausdauer weg. Weil wir haben im letzten Part sehr viel ausgegeben für. Ein bisschen vor ein paar Parts oder letzten Part, ich weiß nicht mehr genau. Haben wir sehr viel ausgegeben für Werkzeug. Und. Das. Müssen wir auch irgendwie wieder reinbekommen, ne? Wir brauchen alles. Wir brauchen sehr viel. Warte mal, Gidori, du kommst, kannst auch gerne mitkommen. Zusammen gehen. Aber nicht so, aber nur rein platonisch, ne? Nicht so, wie du denkst. Ja, gut, dann auf geht's, ne? Machen wir uns Ausdauer runter. Und wenn die ist, gucken wir uns mal an, was da in der Stadt abgeht. Ich glaube, das war bei der Ärztin, nicht wahr? Such dir erstmal einen anderen Ort. Nicht bei mir. Ey, das ist eine Absicht so, ne? Das macht er immer mit Absicht. Immer. Ja, Steine. Ich finde es gut, dass wir Steine bekommen, weil auf der Farm haben wir irgendwann alle Steine gekloppt. Und dann bringt es ja auch nichts, ne? So. Ach, guck mal, sieh mal an, direkt daneben. Wir kommen so ungewohnt weit. Aber jetzt hört das Glück auf. Jetzt hört das Glück auf. Ab irgendeiner Ebene ist immer vorbei. Wenn man zweimal hintereinander Glück hat, dann ist vorbei. Definitiv. Ich darf kein Glück haben. Ups. Ich wollte eigentlich den daneben, es war egal. Jo. Hier. Es braucht nicht so viel Ausdauer, kann das sein? Ich wollte eigentlich den dann. Ich hab doch den anvisiert. Egal.
Nautilus. Ja, jetzt haben wir Pech. Jetzt haben wir richtig Pech. Ja, verdammt, wollte ich nicht. Du kannst auch gleich... Nein! Ah, das ganze Feld weggemacht. Ey, wirklich so. Ich sag euch, wie es ist, ne? Können wir noch ein Nickerchen draus machen? Können wir das noch? Ich glaube nicht, ne? Ja, um 19 Uhr können wir essen. Und dann können wir eventuell noch ein bisschen... Ein klein wenig. Wir können das noch. Wir können das noch. Das fliegt doch ganz runter. Ein bisschen machen wir noch. Und dann gehen wir zu Hause essen. Oh, come on. Ich habe doch extra daneben. Das sind ja zwei Schläge unnötig. Jetzt reicht's aber. Okay, ja. Wir haben leider nicht genug Essen. Es wurmt mich immer noch, dass wir immer noch nicht genug Essen haben. Danke, Gidori. Bis bald. Er ist einfach reingegangen, oder wie? Wo ist er hin? Magst du zufällig hier Steine? Will dir einen geben. Ja, bitteschön. Ich meine, wenn ich schon hier bin. Und hier Steine überall liegen. Ich meine, freut er sich sicherlich. Dann gehen wir zum Burgplatz. Werden was essen? Ich denke mal, dass wir das machen können, ja. Weil wir sind heute tief gekommen und ich würde das halt... Hier, du magst auch sicherlich Steine. Der Haken? Gibt keinen Haken. Eine Mahlzeit essen. Ausdauer hoch, bitte. Haben wir irgendwas groß? Eine Terrine. Gib her. Zutaten. Rezept. Hast du irgendwas, was man schnell machen kann? Schokokeks? Nee. Gut, dann gucken wir uns das Event an. Bei der Ärztin, glaube ich. Und dann machen wir weiter in der Mine. Wird Zeit, ne? Ich weiß. Wir wollen auch ein bisschen was vorankommen mal. Dann geht es auf der Farm alles viel schneller. Ein ruhiger Tag heute, was? Ja, aber weniger Patienten bedeutet, dass alle gesund sind. Das ist doch gut. Nun, warum übst du nicht das Kochen weiter? Dein Curry letztens war so gut. Ich wette, du könntest den Geschmack sogar noch mehr verbessern. Also, was meinst du? Klingt einer guten Idee. Echt? Wow, was für eine Veränderung. Letztes Mal warst du noch dagegen. Es war wohl eine mentale Blockade. Ich brauchte wohl etwas Ermutigung, um dran zu bleiben. Brauchst du noch mehr Entscheidungspulver? Nein, nicht mehr. Ich werde es jetzt selbst schaffen. Super, dann auf zum Imbiss. Langsam, Kinder. Ich kann nicht einfach weg hier. Es könnte jederzeit Patienten kommen. Wo ist Rudi? Er macht gerade Pause. Ich suche mal ihn nach ihm. Danke, Nobita. Ja, danke. Er ist nirgends zu sehen. Wo könnte er sein? Als ob du ihn von da aus nicht gesehen hast. Oh, da ist er, Rudi. Hi, Nobita, wie kann ich dir helfen? Steria muss kurz weg und sie wollte fragen, ob du in die Klinik kommen könntest. Das ist ungewöhnlich für sie, aber klar, ich komme. Das ist toll. Was hast du hier überhaupt gemacht? Ein Spaziergang. Steria und ich laufen öfter hier entlang. Steria geht spazieren. Ich dachte, sie verbringt ihre Freizeit mit Studieren und Herstellen von Medizin. Naja, das ist nicht ganz falsch. In der Tat kommt sie her, um Heilkräuter zu sammeln. Selbst in ihrer Freizeit denkt sie über ihre Forschung und unsere Patienten nach. Verstehe, sie entspannt sich nie, was? Nicht, dass ich wüsste. Steria Sinclair ist einfach großartig. Um ehrlich zu sein, ist das einer der Gründe, warum ich mich in sie verliebt habe. Wirklich? Ja, genau. Einmal kamen wir hierher, um spazieren zu gehen.
Genau hier war das. Wir machten Pause und schauten auf den Fluss. Naja, zumindest ich. Steria sah auf einmal Wildkräuter und strahlte. Ich bestelle diese Kräuter immer, dabei wachsen sie auch bei uns. Und diese hier auch. Und auch die hier. Wie soll ich sie alle nur tragen? Sie war so mit den Kräutern beschäftigt, dass sie mich ganz vergaß. Das klingt ganz nach ihr. Kannst du das glauben? Diese Musik mag ich sehr, die jetzt im Hintergrund läuft. Sie war wie ein kleines Kind mit einem neuen Spielzeug, total begeistert. Und ich gab ihr einen Korb, den sie benutzen konnte, und sie freute sich so sehr. Wie sie mich anlächelte, ihr Blick, da wusste ich, dass ich alles tun würde, um sie glücklich zu machen. Die Klinik, ganz vergessen, ich muss zurück. Ach ja. Bye, bye. Bis dann mal weg. Bis später, Nobita. Tschüss. So wie Rudi über Steria geredet hat, konnte man sehen, dass er bis über beide Ohren in sie verliebt ist. Okay, dann warte ich im Imbiss auf Shizuka und Steria. Okay, dann nochmal, von vorne. Du schaffst das, Steria. Itadakimasu, pack es an, das sieht köstlich aus. Was? Das ist toll. Ist es, du könntest sogar unsere Gästen servieren. Du hast das wirklich gut drauf. Ich kann kaum glauben, wie schnell du dazugelernt hast. Jetzt, wo du keine Angst mehr hast, zu versagen, lernst du wirklich schnell dazu. Ich bin mir sicher, du könntest mittlerweile alles Mögliche kochen. Lass uns nicht voreilig sein. Aber vielleicht mit genug Übung, ja, vielleicht könnte ich es. Das ist die richtige Einstellung. Ich freue mich, dass du jetzt mehr an dich selbst glaubst. Jetzt musst du dir diese Einstellung nur noch auf andere Dinge außer Kochen übertragen. Ganz genau. Das ist super. Das ist super. Dass ich das jetzt kann. Ach, schön. Sein Augenstern. Oh, das war auch herzallerliebst, ne? Es war so romantisch. Da habe ich fast angefangen zu weinen. So romantisch war das. Nee, das war schön. Mit der Musik passt das alles. So, bist du noch da? Sehr schön. Ja, komm, hier. Hast du irgendwas? Dann komm. Ich wollte gerade nach Talisman fragen, aber ich habe keine Lust. Anfangen. Ja. Wir werden sowieso nicht tief kommen. So, das waren alle Steine hier. Wir haben ein bisschen Geld gemacht. Dann machst du gut. Ach komm, jetzt, wir haben doch weitergemacht. Habt ihr jetzt gesehen, wie er angetäuscht hat? Silbererz. Ist wahrscheinlich wieder so am dämlich am Rand, ne? Ja, es ist halt echt so. Wenn es nicht in der Nähe ist, dann am Rand. Ey, wir kommen wirklich heute tief. Was ist hier los? So tief waren wir noch gar nicht, ne? So. Saphir! Rubin! Na komm, bitte. Raptorenklaue. Golderz. Nochmal eine Raptorenklaue. Wäre lustig, wenn das jetzt die letzte Ebene. Da kannst du vergessen. Nee. Ich lasse ihn mal ein bisschen machen. Uff. Mathe noch? Mach weiter. Komm, bitte. Nochmal. Genau, hier, genau, ja.
Mist, ne? Aber wir können essen. Wir können essen. Das habe ich ganz vergessen. Wir können essen. Eventuell kommen wir noch ein bisschen was. Bisschen was weit. Das würde mich so freuen, oder? Es wäre einfach so phänomenal. Konbanwa. Guten Tag. Ja. Itadakimasu. Gut. Vielleicht kommen wir heute noch ein bisschen weit. Ich würde mich so abfreuen. Abfreuen, sage ich euch. Ja, ein bisschen haben wir jetzt noch. Ich finde das mit der Tür so gut. Ne? Wenn wir die Tür nicht hätten, dann kannst du es vergessen. Da hin und her zu laufen, das wäre mir dann zu viel. Aber so ist es noch drin, finde ich. So ist es noch in Ordnung. Ja. Hey. Bernstein. Ich lasse ihn erstmal machen. Jutta. Bis er nicht mehr will. Hey. Pro Schlag haut er dreimal oder drei oder viermal, ne? Hey. So. Ein Schlag. Okay, wie viel macht er? Eins. Zwei. Zwei. Mach weiter. Ich will so sparsam wie möglich jetzt gerade umgehen. Da weiter. Kann natürlich sein, dass es auch da ist, ne? Ich mach es trotzdem, oder? Soll ich. Ich will halt schon. Ich würde es schon gerne ihn machen lassen. Ich weiß, es wird spät, aber hey. Ach komm. Was habe ich zu verlieren? Hauptsache, er macht ja mit. Ach, sehr schön. Noch eine Ebene, aber immer noch nicht. Immer noch nicht tief genug für ganz unten. Mehr kann ich nicht, ne? Nee, mehr kann ich nicht. Wenn ich das jetzt mache, bin ich Game Over. Mal nochmal bitte. Vielleicht hast du ja Glück und da ist das Loch. Schade. Na gut. Wie tief sind wir? Bis U7. Bis Untergeschoss 7. So weit haben sie, glaube ich, noch nie gekommen. Ich gehe da direkt schlafen. Am besten. Weil ich weiß nicht, wann Nobita zusammenbricht. Deswegen lasse ich das lieber mit länger wach bleiben. Guti gut. Am nächsten Tag wollten wir sowieso einkaufen. Oyasumi. Oh, die Feldfrüchte bringen halt ordentlich Geld, ne? Also die Sonnenblumen. Dafür dauern die aber auch lange zum Wachsen. So, erholt und gefrühstückt. Sehr schön. Ich werde einfach Tierkekse kaufen, wie halt im. Ja, hallo. 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 Und Ivo. Habe ich was für dich? Nö. Leider nicht. Oh, irgendwas passiert. Ach so, weil ich immer was Neues verkaufe wahrscheinlich. Guten Morgen, Nobita. Minister Bruni, ist morgen, was führt sie her? Wusstest du schon, dass das Feuerwerksfest ist morgen? Achso, ich dachte, er gibt mir noch mal einen Teil.
Ich weiß nicht. Du kannst das Feuerwerk vom Kletz und Kap uns dann die Ufer aussehen. Ich werde es vom Kap aus ansehen. Komm mal vorbei und rede mit mir. Das Feuerwerk wird fabelhaft. Hoffentlich wird es allen gefallen. Die Ereignis findet am 18. des Sommermonds statt. Jeder genießt es, wenn Feuerwerkskörper schildernde Muster im Nachthimmel malen. Finde am glänzenden Kap und am sandigen Ufer statt. Sprich im Prunius am glänzenden Kap, um die Show zu starten. Gut, werde ich tun. Glänzender Kap. Erstmal muss ich kurz mal alles weglagern. Sunio. Komm mit. Du bist heute dran. Erstmal muss ich kurz mal alles in Schuppen rein, was wir gekriegt haben. Und wir haben wirklich eine Menge gesammelt. Magst du Ingwer? Bitteschön. Ich immer denke, dass da ein Haken ist, ne? So. Yes. Dann machen wir weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis um 8. Oha. Und meistens auch fertig. So, sehr schön. Wächst sogar öfter. Gut. Eine tue ich dahin. Eine tue ich dahin. Die lasse ich verkaufen. Nee. Die kommt ins Lager. Weil ich alle behalten will. Wobei, nee, kommt nicht ins Lager. Nein. So, die da will ich verkaufen. Eine... Die kommen weg. Jeweils eine davon kommt im Kühlschrank. Kühlschrank. Und die Reste kriegt Lumis. Lumis, wo ist er denn? Erstmal guten Tag. So. Ich hole auch den Rest. Arigato. Sehr schön, haben wir das auch hinter uns? Also ich habe jetzt Sunio dabei. Ich habe jetzt Sunio dabei. Ich gieße jetzt erstmal. Hier unten. Dem. Ich darf nicht vergessen, wir sind schon am Ende des Partners. Ich fühle mich so, als hätte ich keinen Partner angefangen. Weil ich immer den Part ja immer beginne mit erstmal das alles erledigen hier. Ne? Yes. Wenn ich nicht gegossen hätte, hätte ich wahrscheinlich noch tiefer geschafft. Am vorherigen Tag. Mach du mal. Guten Tag. So, dann kannst du gehen. Tschüss. Jetzt werden wir... Ups, nein. Was mit Freunden? Achso, wahrscheinlich weil... Ja, weil... Ist so. Einkaufen gehen. Ich werde jetzt einfach Tierkekse kaufen. Das hat mir im ersten Teil am meisten gebracht. Und das, hoffe ich, dass es hier auch so sein wird. Findet irgendwo auf der Karte irgendwo was statt? In einem Mineneingang. Aber das ist halt unten, ganz unten. Da muss ich tiefer. Im Burgplatz wieder irgendwas. Egal. Das hier will ich noch erledigen. Ich will das hier noch erledigen. Das Einkaufen. Erstmal guten Tag. Hallo.
Heute bin ich meine Waren extra günstig an. Lege dir ein paar Vorräte an. Achso, geil. Ach, du verkaufst keine. Na gut. Dann warte ich, bis sie draußen auch ist. Sie muss ja wahrscheinlich erst stehen, ne? So, sie steht. Ja, ich würde gern, wo kann ich das denn kaufen? Nicht hier? Ja, das nicht. Ah, da, Tier. Hier, Tierleckerli. Holen wir gleich 99 Stück. Und dann kriegst du gleich eins. Bitteschön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.